Danke fürs Zuschauen. Wenn Sie sich wohlfühlen, melden Sie sich für einen Kanal an, um 5000 Abonnements zu erhalten. Die Feuerwehr ist nach eigenen Angaben mit rund 90 Einsatzkräften vor Ort und versucht, die umliegenden Gebäude zu schützen. Verletzte gibt es nach jetzigem Stand nicht. Feuerwehr löst Nina App aus. Wegen der Rauchentwicklung sollen Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten. Die Feuerwehr rechnet in dem Gewerbegebiet mit Verkehrsbehinderungen durch die Löschfahrzeuge. Lagerhalle ist eingestürzt, das Feuer ist inzwischen unter Kontrolle, die Halle ist teilweise eingestürzt. Die Löscharbeiten werden noch den ganzen Tag andauern. Berufspendler müssen sich wegen Straßensperrungen auf Behinderungen einstellen.